Namaste alle miteinander. Wir haben uns heute auf den Weg gemacht vom Cuddle Beach zum Om Beach hier in Gokana. Wir hatten eigentlich erwartet, dass das der ruhige Teil des Strandes ist von Gokana. Aber da heute Wochenende ist, Samstag nämlich, sind ganz, ganz viele Inder hier und von Ruhe ist nicht viel zu spüren. Gestern waren wir noch an unserem Strand den ganzen Tag, waren im Wasser und es war kaum ein Inder zu sehen, sondern eigentlich nur Hippies. War ganz lustig, habe ich so auch noch nicht erlebt gehabt. Die Bilder kommen noch. Das ist schon nicht ganz ohne, wo wir hier lang gehen. Direkt an der Klippe. Wow, habe ich gar nicht erwartet. Wie so vieles, was ich hier nicht erwarte. Aber es kommt immer irgendwie besser, als ich dachte. Ich habe ewig keine 360-Grad-Aufnahme mehr gemacht. Wird mal wieder Zeit. Ah, ist das toll hier. Yeah! Schneller! Man muss sagen, der Weg hat schon so seinen Reiz. Nicht schlecht. Halala. Achtung, Achtung. Hoi, 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 hier geht's abwärts. Every time that I see your face, it always makes me smile. Hinter mir ist endlich der Paradise Beach. Wir haben ihn nach einer sehr interessanten Kletterstunde endlich erreicht oder fast erreicht und bewältigen jetzt noch die letzten Meter.
Wow, so anstrengend habe ich mir den Weg nicht vorgestellt. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Moment. Die Party ist schon voll im Gange. Ohne uns. Frechheit. This is Paradise Beach, yeah, because it makes you smile. Woo! Ja, das ist mal ein Erlebnis. Ich wusste nicht, dass der Paradise Beach ein Party Paradise Beach ist. Wow. Second part of the Paradise Beach. What do you think? So, that is paradise? Okay, Ben. Yeah. Hello, paradise. Interesting kind of paradise. Yeah. Oh, wow. Die Sonne geht bald unter. Wir haben mittlerweile den Rückweg angetreten. Hoppala. Zum Om Beach, wo wir noch was essen werden und was trinken. Und wo wir vielleicht auch noch den Sonnenuntergang genießen können. Der sieht nämlich zurzeit so aus. Echt schick. Moment. Tada. Tolle Sache. Jetzt im Zug nach Lukana, ich komme von Monar heute. Es ging über Kochi, mehr oder weniger über Kochi, wir sind ein paar Kilometer vorher ausgestiegen und fahren jetzt 12 Stunden etwa mit dem Zug, auch durch die Nacht. Und ich hoffe, wir können hier ganz gut starten. Vielleicht noch abzuwarten. Wieder erwarten, ist es doch ganz okay. Wir quatschen ein bisschen mit den Leuten. Wenn sie nicht gerade telefonieren. Ja, wenn sie über Kölle hängen. Ja, nur die Toilette muss ich noch rausbringen. Ich habe eigentlich keine Lust dazu. Versuch so wenig wie möglich zu trinken. Okay. Jetzt sind wir schon mit den Frauen, die hier mitfahren. Ich glaube, wir sind wieder so eine Art Adoption.